Hallo Leute und willkommen zurück zu Mr. Angezockt spielt Game Development Tycoon. Wir haben ja die letzten Folgen zwei Kracher auf den Markt gebracht. Zeitreiseabenteuer großartig, Sound scheint nicht wichtig zu sein. Dialoge sehr wichtig, Plattform, Genreübereinstimmung okay, Plattformübereinstimmung, Zielgruppe okay. Also da hätten wir sogar noch einen Oberburner draus machen können. Wir forschen weiter und zwar forschen wir an Soundtrack will ich nicht. Verbesserte KI klingt eigentlich gut. Oder so, dann gibt es hier neues Thema Transport. Und du wirst nochmal, nee, du hast gerade trainiert. Der Gameling wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Er ist schlecht in Design. Geschwindigkeit, Forschung. Wo war denn Design? Dann darfst du nochmal ein bisschen hier mit. Und wir machen wieder einen mittleren Messestand. Wir haben 8,7 Millionen Öcken, 140.000 Fans mittlerweile. Sehr schön. So, Transport fertiggestellt. Jetzt warten wir noch, bis er hier, der James Owen, fertig trainiert hat. Rang 50, heute wurde die neue Plattform, die PPS von Funi, veröffentlicht. Und Messestand gibt vielleicht nochmal unserem Spiel ein bisschen Boost. Oh, Spiel 26, Spiel 27. 288.000 Besucher, das ist doch mal ordentlich. Nicht unter die Top 100 geschafft. So, Junge, bist du jetzt mal fertig im Trainieren? Bist du? Dann suchen wir uns einen Publisher-Vertrag. Gefängnis irgendwas, Level 5, okay. UFO irgendwas, auch Level 5. UFO irgendwas. Irgendein Thema Casual, Level 8. Virtuelles Haustier, Strategie. Tamagotchi. Wir machen UFO irgendwas oder Gefängnis irgendwas. Machen wir mal ein UFO irgendwas. Warum nicht? UFO ist nicht erforscht. Ach so. Dann Gefängnis irgendwas. Gefängnis. Action. Play System 2 und Action ist immer gut. Prison 28. Wir bleiben bei der 3D-Grafik-Version 1 oder gehen wir auf die 2D-Grafik? Nee, 3D-Grafik bleibt. Ja, mit dem Gameling haben wir viel Geld verdient. Mal gucken. James Owen, haben wir hier irgendwas? So, Gameplay macht natürlich Sinn und Story macht auch Sinn. James Owen ist Engine Gott quasi. Und es kommt gleich ein Hype dazu, sehr schön. Die Punkte ploppen nicht so, wie ich sie gern hätte. Jetzt kommt doch, jetzt läuft's. Gleich der Hype hier auf 19. Künstliche Intelligenz. Der Miguel Owen. Ist der angezockt, da geht doch noch was. Hä? Und Nicolas Carson kann eigentlich nicht so viel. Eigentlich wollen wir das so. Wenn er nichts drauf hat, dann hat er nichts drauf. 3 Millionen Umsatz, auch damit können wir doch leben. Ja,
ploppt viel, ploppt aber auch viel in Forschung, aber diesmal ist die Technologie echt hoch. Vielleicht muss ich besser gucken hier, wen ich da drauf setze. Sound. Kann ruhig der Nicolas Carson sein, da weiß ich nicht, was wichtiger ist. Spielwelt minus. Und hier machen wir Grafik voll. Guckt euch den Hype an. Schon ein Grundhype, das ist immer gut. Und gleich machen wir noch Werbung drauf. Wir machen... Ah, die Bugs müssen weg. Hype ist auf 73. Oh, Technologie 107, Respekt. Die Bugs sind weg. Hype ist noch 73. Da poppen noch vereinzelt Punkte raus. Die wollen wir noch mitnehmen. Und jetzt fällt der Hype. Also Technologie auf jeden Fall neuer Rekord. Das klicken wir wieder weg. Levelaufstieg bei ein paar Themen. Und dann veröffentlichen wir. Kriegt eine Gehaltserhöhung. Oh, alle. Spezialtraining verfügbar für Miguel. Oh, achso, weil sie Level 6 jetzt auch sind oder Level 5 sind. Aber in Urlaub schicken, in Urlaub schicken. Die müssen sich erholen. Ich bin gespannt. Oh, Beste seiner Art. Und ein Meisterwerk. Mein neuer Favorit. Versaut's nicht, Jungs. Eine herausragende Leistung. Ein 10er Game. Glatte 10. Richtig toll. Darum machst du dem Spiel recht. Perfektes Spiel. Veröffentliche ein Spiel mit einer perfekten 10 als Bewertung. Und 5,8 Millionen im ersten Monat. Lowood Production. Das Spiel hat die geforderte... Ja, könnt ihr nicht mal auch feiern? Wir haben 10. 5,8 Millionen mal verkauft, Jungs. So, wir forschen. Wir haben einige Forschungspunkte. Wir hauen mal in die 2D-Grafik-Version 2 ein paar Punkte. Oh, er ist wieder da. Wir wählen hier neues Thema. UFO. Achso, UFO. Community hat sich unter ihrer Leitung gut entwickelt. Ich glaube, es ist Zeit, mit unserem Unternehmen der Technologiepark zu verlassen und in ein unser Erfolg angemessenes Gebäude zu ziehen. Ich habe das perfekte Gebäude für unsere neuen Firmenzentrale gefunden. Es ist nicht ganz billig, zahle 8 Millionen. Boah, wir haben 17 Millionen, meine Fresse. Ja, 8 Millionen, also 17 Millionen, was soll da noch falsch laufen? Hui. Nice. Willkommen im neuen Hauptquartier von Mr. Ace Community. Ja, das würde ich mir wünschen. Sogar mit Kohleautomat. Wir haben jetzt noch mehr Platz, um unser Team weiter auszubauen. In der Nähe unseres Büros sind außerdem einige berühmte Universitäten. Dies wird uns erleichtern, junge Talente anzuwerben. Training. Wir haben gerade erfahren, dass Sie Ihr neuestes Hauptquartier nicht weit von unserer Universität entfernt eröffnet haben. Wir sind gerade dabei, einen speziellen Kurs über Spieleentwickler anzubieten und könnten wirklich Ihre Hilfe brauchen. Leider können wir Sie nicht bezahlen, aber ich denke, unsere Studenten zu unterrichten ist eine großartige Möglichkeit, um Ihre Fähigkeiten zu verfeinern. Neue Trainingsoptionen verfügbar. Wir sind immer noch Rang 1. Das Spiel hat sich schon 13 Millionen Mal verkauft. Als ich anfing, Prison 28 zu spielen, hatte ich keine Ahnung davon, was mich erwarten wird. Selten schafften es ein Spiel, die KI so gut in unsere Spielwelt zu integrieren, dass man komplett darin eintaucht. Nur selten wird ein Spiel so fesselnd wie Prison 28. So. Oh, wir haben auch stylische Mac-Monitor, jeder 3.
Wow, das neue Büro ist unglaublich und auch der Standort ist perfekt. Ich habe vorhin einen Spaziergang um das Gebäude gemacht und dann ist mir eine radikale Idee gekommen, warum öffnen wir kein eigenes Forschung- und Entwicklungslabor? Das könnte unsere Forschung wirklich beschleunigen und wir könnten größere Projekte und innovative in Angriff nehmen. Es wird sicher nicht billig, aber ich denke, es könnte uns zum führenden Innovator der Spielbranche machen. Jedenfalls habe ich mich etwas nachgeforscht und denke, wir sollten ein Labor eröffnen. Du benötigst einen Design-Spezialisten, um ein Forschungsentwicklungslabor zu eröffnen. Du kannst jemanden über dein Trainingsmenü zum Spezialisten ausbilden. Du kannst auch Technologiespezialisten ausbilden. Oh. Großartige Kombination. Gameplay sehr wichtig, PlayStation, großartig. Ja. Da haben wir jetzt mal wirklich mal einen Pfund gelandet. Gell? Suche starten. Und wir haben noch ein bisschen Forschungspunkte, das heißt Game Design, Lehren. Aber trotzdem, er kriegt noch ein bisschen mehr Design. Ist er angezockt, der wird auch noch ein bisschen trainiert und zwar auf Geschwindigkeit, ja, das ist doch gut. Das Spiel läuft immer noch, ist immer noch Rang 1, 17 Millionen, oh, guckt mal unsere Kohle an. Ich bin mir sicher, dass es gut läuft, ja, Auftragsarbeit groß freigeschaltet, wir werden... Komm, hier können wir noch ein neues Thema machen mit den 10 Punkten. Flugzeug, warum nicht? So, was suchen wir denn? Der ist halt bei Design auch nett. Boah, der ist bei Design nett. Technologie 3 ist halt schon ein bisschen ärmlich. Wir nehmen den hier. Da haben wir noch einen tollen Designer. Neue Forschung verfügbar. Und dann geht er nochmal schnell in Urlaub. Okay. Warum geht er nicht in Urlaub? Wir forschen noch ein bisschen, hier fertiggestellt und da fertiggestellt. Oh, wir sind nur noch auf Rang 2. Wir warten noch, bis sie alle trainiert sind und so weiter. Und dann starten wir das neue Projekt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle wir damit verdient haben. Achso, er muss ja hier das Einarbeitungstraining machen, gell? Wie heißt denn? Forschung? Nee. Trainieren? Es gab doch immer so, ich musste doch neue Leute immer so einarbeiten. Wow, sind die Game-Spezialist-Punkte. 21 Millionen Mal verkauft und 21 Millionen Umsatz erzielt. So. Fortsetzung entwickeln. Da müssten wir mal durchgucken. Also jetzt. War jetzt nicht so der Burner. Ich habe nur gedacht, weil die das nachgemacht haben, 8,25. Statistik fehlt mir irgendwie so ein bisschen bei dem Spiel. David Johnson hier, Eigentümer von... Wir haben einige unserer Testsubjekte euren Spielen ausgesetzt und überraschenderweise sind sie nicht total durchgedreht. Sie waren von den Spielen sogar ziemlich angetan. Egal, ich habe da ein paar Produkte, die ein wenig Werbung benötigen. Ich dachte da an eine Art Produktplatzierung. Meine Werbejungs sagen mir, dass ich dich nicht fragen sollte. Gerade deshalb mache ich es. Ich bin der Chef. Ich zahle dir 200.000, um einige unserer rot lackierten, explodierten Fässer in euren
Spiel einzubinden. Kommen wir ins Geschäft? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die Fans drauf stehen. Mich stört es eigentlich nicht. Und wir machen Publisher-Vertrag. Tanz ist nicht erforscht. Irgendein Thema, irgendein Genre mit 6. Gambling will ich nicht. Kampfsport, irgendein Genre. Kampfsport ist doch cool. Und da machen wir natürlich Action draus auf der Play System. Die Spiel Engine 5. Wir nehmen die 3D-Grafik. Spezialgegenstände, explodierende rote Fässer. Und starten. Ah, er macht schon so ein bisschen mit. Das ist doch schon mal gut. Was ist das hier? Engine? Engine ist James Owen. Gameplay haben wir hier noch was. Story und Quest ist wahrscheinlich eher ein bisschen da anzusiedeln. Und so. Nicht Kaffee saufen, Jungs. Tippen, tippen, programmieren, zocken, zocken, zocken. Mittlerer Messestand, was kostet ein großer? 1,5 Millionen. Wir wollen es nicht übertreiben. 165.000 Fans. So. Künstliche Intelligenz. Darf er ran? Level Design. Chefsache. Die zwei schaffen dann gar nichts, oder wie? Ihr könntet mal die Bugs rausmachen. Wir müssen nicht mit 1 Milliarde Bugs ein Spiel machen. Marketing. Ich bleib bei einer kleinen Kampagne. So, Grafik. Da darf doch mal unser Neuer ran. Darf er nicht? Weil er noch nicht drin ist, oder wie? Oh, Design auch über 100, Technologie über 100. Und hopp, heute kommen wir doch mal in die Top 100 rein. Und so viele Besucher, hopp, 200, 300, 300, 330. Nicht unter die Top 100, meine Fresse. Wir sind so, oh, Design geht ab und Technologie geht ab. Ich glaub's ja nicht. Hype 140. Okay, wir hauen da jetzt so eine 500.000er Kampagne drauf. Und dann will ich hier ein Megabrett-Umsatz sehen, auch wenn die Bewertungen kacke sind. 165, 67, da kommt noch ein bisschen. Hat er nochmal einen Bug reingemacht, jetzt haben wir ihn draußen. So, jetzt fällt der Hype. Da würde ich mal sagen, Rekord, Rekord. Meine Fresse. Okay, nix. Ich denke mal, die 6er Bewertung werden wir irgendwie hinkriegen. Neun, großartig. Sehr gut. Meine Spielbewertungen sind eine Sache und die andere sind dann die Verkaufszahlen. Klar hängen die in irgendeiner Form zusammen, aber mit einem Hype, den wir da eben hatten, sollten doch das hochlaufen. Aber es ist gar nicht so viel. Rang 20. Enttäuschend. Wir haben es geschafft, das ist schon mal zumindest Dave Johnson hier. Hör zu, du hast unsere geliebten Fässer sehr gut in Spiel 29 platziert. Die Eierköpfe in der Werbeabteilung sagen, dass die Einnahmen dadurch gestiegen sind. Was mehr Wissenschaft für uns bedeutet, gut gemacht, hier nimm diesen Kuchen. Ja, danke.
Ist ein Kuchen. Bring die Rosenfresser raus. Das ist klasse. Juhu, eat cake. Ja, Jungs, du musst erstmal, du musst doch noch irgendwie das komische Eindings machen. Forschung. Ja, gut. Du machst jetzt erstmal einen Spielbericht. Du machst Forschung. Große Spiele, Multiplattform. Neues Thema. Fortgeschrittene Zwischen-Multigenre. Das macht es wahrscheinlich noch komplizierter. Soundtrack, große Spiele. Und du forschst auch noch ein bisschen. Machen wir halt hier. Ah, habe ich die Punkte schon wieder rausgehauen. Und ich bin mir sicher, dass ich den erst irgendwie einarbeiten musste. Aus Büchern lernen, üben, 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 lehren. So. Darf er noch ein bisschen Design machen. Unser Projekt läuft. Wir haben 21 eigene Engine erstellen. Könnten wir da... Also eigentlich könnte ich auch warten, bis das hier fertig ist. Darum Boost Game Design. Komm, wir lehren mal Game Design Kurs. Mal gucken, was es bringt. Bringt auch jetzt einfach so Punkte, aber... Oh, guck mal, Super Meat Boy. Ich habe gar nicht geguckt, was wir alles hier stehen haben. Und Forschung gibt's nicht. Okay, jetzt wird hier jetzt kein Burner-Spiel. Oh, die Zeit schon wieder überzogen. Darum sage ich, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich nochmal. Und hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.